So, herzlich willkommen bei der nächsten Folge von XCOM Enemy Within. Wir sind natürlich noch immer in diesem Riesenschiff und ich freue mich schon, die restlichen Aliens auszulöschen. So, das heißt aber jetzt mal schauen, wer kann wie laufen. Laufi, laufi machen. In Bewegung. Gut, Standardaufstellung. Good to go. Roboter, du musst der Cyrus Mac sozusagen. Ah. Na gut, sie soll einmal reinlaufen. Ja, schön, du warst schon dran, wir haben es verstanden. So, und sie läuft einfach mal. Shit. Dann sagen wir einfach mal daher. Wir öffnen es trotzdem. Alles sauber. Ich bin gespannt. Was zur Hölle? Ah, da hat es gerade das da zerlegt oder. Irgendwas hat es auf jeden Fall gerade zerlegt. Der kann darüber laufen. Na super, beide können gleich weit laufen. Das ist immer kontraproduktiv. So, na gut. Dann soll sie mal daher laufen. Schicken wir mal alle über die rechte Seite. Position bestätigt. So, Johnson. Gut, Johnson sieht nichts. Oh, ich habe Angst, wenn ich ihn jetzt darüber sprinten lasse, dass da irgendwas ist. Ah, aber da ist schon abgeschlossen, das heißt, da wird nichts sein. Tada! Na gut. Dann alle mal auf Vorsichtsstellung, auf Feldposten. Da links ist irgendwo da links in dem Raum drin. Ich bin schon auf dem Weg. On the move. On the move. So, dann soll sie sich gleich einmal da herstellen, wenn sie so weit laufen kann. Ah, was sie macht, ja, da gut, dann stellt sie sich halt da her, ist auch egal. Was wir jetzt mit dem Long machen, ist die große Frage. Oder Shang Chi Long, genau so heißt er. Befehl bestätigt, in Bewegung. Passt. Mhm. Was zum Teufel war das? Gut, dass wir das Meld nicht finden, was war mir zumindest sehr klar. Sehr schön. Dass wir jetzt mal da stehen bleiben. Bestätige. F-Stellung. Oh, F-Stellung. Aufstellung hier und Aufstellung. Bin unterwegs. Und Hopschi Popschi stellt sich da, ja. Und du machst Türe auf. Hallo? Hä? Okay, dann sind sie wirklich irgendwo da hinten. Gut. Das heißt aber, er kann sich da nach vorne. Rücke vor auf angegebene Koordinaten. Die sollen da mal stehen bleiben. Ja. Was ist das für ein Geräusch? Mein Freund, das ist ein Muton. Oder Muton.
Ja, da ist halt immer dann so eine Sache, dadurch, dass so blöd aufgeteilt ist, die Räume. Wie lässt man am besten die Leute da laufen? Ich lasse den Roboter lieber mit denen mitlaufen, weil die anderen zwei haben irgendwie, habe ich das Gefühl, eine bessere Chance zu überleben. Bessere Deckungen. In Bewegung! Aye, aye, Commander. Okay. Na komm schon. Was ist das für ein Geräusch? Irgendwo da vorne sind's. Das heißt, System aktiviert. Tja, eigentlich wollte ich, dass eine Frau dorthin läuft, aber egal. Das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. In Bewegung. Alles klar. Das passt. Na komm. Willkommen. Ja, das ist jetzt die große Frage. Wir werden sie da herstellen, damit sie bei der nächsten Runde dann stehen bleiben kann und das Sniper-Gerät ziehen kann. Sie laufen ich da. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Okay, derzeit noch langsam vorrücken. Sich bereit schon. Können wir dann jetzt mal da herstellen. Hört mal, was war das? Wir sehen noch immer nichts. Die behalten sich irgendwo da auf. Würde ich mal schätzen. Bam, das Schiff ist aber ordentlich zerstört worden. Das haben wir ordentlich zerballert. Zum Befehl. Mit unseren normalen Raketen. Bestätige. Schrittweise mal vortasten. Ja, die laufen da drum. Was war das für ein Geräusch? Das gibt's doch nicht. Gut, dann lassen wir sie volle Kanne daher sprinten. Die Zitrone. Stelle ich die jetzt am besten hin. Ich lasse lieber den Roboter mal davor laufen. Okay, das sieht gar nichts. Okay, wo auch immer diese Aliens herumlaufen. In Bewegung. Geben uns damit nur eine Möglichkeit, uns etwas besser zu positionieren. Oh, das war aber schon laut. So, Sniper, wie weit kannst du laufen? Oh. Gar nicht vorteilhaft. Aber ist ja egal jetzt. Auf dem Weg. Bin schon auf dem Weg. Na komm.
Charles. Good to go. Okay. Lauf mir gerade ernsthaft im Kreis. Das gibt's doch nicht. I think I heard something. Roboter vorwärts laufen lassen ist auf jeden Fall die sichere Variante hier. Da sind sie, na endlich. Hat ja lang genug gedauert. So. Wir checken einfach mal sicherheitshalber ab. Okay, zwei. Zwei könnten wir so treffen. Okay, sie sind auch an. Warum kannst du nicht schießen? Achso, sie ist schon gelaufen. Na. Aha, anscheinend doch. Gut, das habe ich nicht mitbekommen. Oder habe ich jetzt irgendwie. Ja, halt nicht mitbekommen, ne? 67, na, probieren wir den mal. Sehr schön. Nein, nein. Das war kein gutes Einschüchtern, mein Freund. Erledigt. Sehr schön, sehr schön. So, was kannst du? Ballern wir einfach mal. Okay. Damit wir zumindest zweimal weg haben und nur einen gegen uns kämpfen haben. So, was macht er jetzt? Das war so klar. Du dreckiger Punk. Stirb! Was? Ganze zwei Trefferpunkte? Keine Munition mehr. Du darfst Revanche geben. Oh, naja, gut. So viel Revanche willst du da nicht spielen, glaube ich. Klimper, Klimper, Klimper. Daneben. Okay, Roboter. Rakete aus. Ich hoffe für dich, dass er gut zielt. Jawohl. Commander, die Operation war ein Erfolg. Manchmal muss man einfach zu drastischen Mitteln greifen, um zu gewinnen. Und sicherzugehen, dass man keine Verluste macht. War jetzt auch nicht so die Mördermission, muss ich sagen. Aber, na. No. Immerhin mal was Neues. Jaina Wright. Die Unterstützerin. Hm. Ach lol, die ist jetzt erst aufgestiegen zum ersten. Ah, ist ja geil. Gut. Wir haben null Knete, das heißt, wir können eh nichts machen. Das heißt, wir werden einfach mal scannen. Wir haben hier eine sichere Übertragung vom Hard-Commander. Oh Mann. Muss das jetzt sein? Dr. Shens Bericht zufolge ist der Sender, den Shang uns gegeben hat, mit dem Navigationssystem eines Alien-Schlachtschiffs verbunden, das sich unserer Atmosphäre nähert. Shen glaubt, wenn wir eine Reihe modifizierter Sender einsetzen, können wir das Schlachtschiff in Kurs bringen, bevor es sein Ziel erreicht. Wir übertragen die weiteren Missionsparameter gleich an die Einsatzzentrale. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ah, Captain Lord ist wieder da. Das ist gut.
Chancen scheinen. Schauen wir mal. Ja, und da ist sie wieder. Das heißt, wir nehmen sie natürlich mit. Charles Johnson. Na okay, dann ist Charles Johnson eh besser, wenn ich den mitnehme. Wobei einen Sturm dabei haben, ist auch nicht so schlecht. Caitlin MacArthur. Cool, der Name gefällt mir auch. Wobei Charles Johnson natürlich auch ein extrem cooler Name ist. Na komm. Soll lieber mehr aushalten. Invalisierung, damit sie auch ein bisschen anders ausschaut, geben wir ihr so ein komisches Olivgrün oder sowas. Oh, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen sollte. Und wir machen uns auf den Weg. Überspringen das jetzt, das Aufsteigen. Muss man nicht dauernd sehen. Transporter ist eingetroffen. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Na, mal schauen. Genau, ja. Wir haben 10 Runden, dann Commander, ist das Schiff das da. Alien-Schlachtschiff hat Kurs auf die Stadt genommen und uns bleibt nicht viel Zeit zu reagieren. Mithilfe des Gerätes von Chang hat Dr. Shen eine Reihe von modifizierten Transpondern entwickelt, die den Navigationscomputer der Aliens stören sollten. Aber unsere einzige Chance, sie schnell genug in Position zu bringen, ist das städtische Schienennetz. Okay, den ersten Sender haben wir gerade ermittelt. Wir ziehen unsere Soldaten gleich mal vor. Popschi Popschi wird sich. Oh. Kann ich da jetzt rauf? Na bitte. Sehr gut, dass er da oben ist. Das gefällt mir. Schon was, aber die Aliens haben uns noch nicht registriert. Das heißt, Blut. Das ist der Zug, mit dem wir die Transponder befördern werden. Das Ganze ist nicht ideal, aber wir müssen jeden der Transponder an einer bestimmten Stelle platzieren, um ausreichende Signalstärke zu gewährleisten. Ja, ist klar, Mann. Nicht so viel Schwafeln handeln. Ich wusste doch, warum ich sie mitnehme. Na, was ist los? Hast du jetzt Angst? Armes Alien. Schwein. So. Na Gott, der kann überhaupt nicht laufen. Das heißt auf gut Deutsch, der Haverer wird wahrscheinlich der typische Nachzügler werden in der Mission. Bestätige! Rücke aus! An der linken Kante stehen war es besser, aber okay. Wer schießt? Boom. No longer a threat. Respekt, Lady. Ich rücke vor. Das war hammerhart von ihr. I'm on it, Commander. Look sharp. Enemies rolling up. Ey, was macht ihr da drinnen? Aus da.
Ist aber gar nicht so schlecht. Das heißt, wir machen gut. Zackerli. Dieser Transponder ist an Ort und Stelle und einsatzbereit. Wenn die restlichen auch platziert sind, werden sie ein Signal senden, um das Navigationssystem der Aliens zu stören. Wenn alles glatt geht, sollte das Signal das Schlachtschiff vom Kurs abbringen und uns eine erstklassige Möglichkeit für einen Überraschungsangriff bieten. Was mir gerade einfällt... Gehe in Position. Ja, ich glaube, ich habe keinen einzigen Sunny dabei. Das ist nicht so optimal. Und er verkackt wieder mal Deluxe. Daneben geschossen. Wir werden sie aber auch rauflaufen lassen. Genau deswegen. Verdammt. Na gut. Ah. Jetzt hat er einen, oder beide besser gesagt. Das heißt, er wird gleich mal einen umnieten. Komm schon. Einen Treffer. Mit den Kugeln, wie kann man da nur so wenig Damage machen? Ja, wie ich das jetzt weitermache, seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn wir versuchen, das gegnerische Battleship quasi auf eine falsche Fährte zu locken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zum Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio!